Und da sind wir wieder. Die zwei. Ich finde, das ist ein ganz schöner Titel. Jetzt müssen wir noch diese Musik einspielen von dieser Serie, als wir klein waren. Dieses, das ist irgendwie so, aber ich weiß nicht, ob das copyright-mäßig. Diese Serie, als wir klein waren. Ja, Roger Moore und Tony Curtis. Okay. Also da war ich klein, da warst du vielleicht noch gar nicht auf der Welt. Was war das? Ach, das war so ein bisschen so wie, das war irgendwie eigentlich ganz albern, aber die Typen, die das synchronisiert haben, das waren die, die auch Bud Spencer und Terence Hill Filme synchronisiert haben und diese Sprüche drauf hatten, die so in den 70ern so in waren, so Das war ja eine Eigenart der deutschen Synchronisation, ne? Der deutschsprachigen mit diesem coolen, genau, und die Deutsch. haben Bud Spencer und die zwei und El Mundi gemacht. Und ich weiß Die noch, zwei, ehrlich. einen Moment, die zwei, ach so, ich wusste jetzt gar nicht, dass das eine Fernsehserie war. Ich kenne nur einen Fall für zwei. Ja, das ist ein deutsches, Oh. das ist kein deutsches Remake gewesen. Okay. Aber da waren vielleicht irgendwie cool. Sie verstehen mich, Miss Miss. War zum Beispiel Aha. so ein Spruch und so. Als Kind fand ich das super. Bei Bud Spencer meinst du? Nee, das war, in dem Fall war das Okay. bei Ja. El Mundi Ja. mit Robert Wagner. Es ist schrecklich, Ja, was also bei Bud die gemacht haben. Spencer, der Terence Hill hauptsächlich, hat immer so ein bisschen altbackene Sprache benutzt, die ich von meiner Oma kannte. Also zum Echt? Beispiel, ich bin gleich wieder retour. Ja. Na gut. Also das können wir ja alles rausschneiden. Also beziehungsweise du. Nee, das ist ja vielleicht auch für das jüngere Publikum, dass die auch wissen, es Ja, gab schon dafür, dass früher eh nur Fernsehen. die Leute 7% unserer Videos Stimmt. haben die jetzt schon wieder weggekriegt. Gut, dann jetzt also, ich überlasse es dir, ob du es drin lässt oder nicht. Nochmal, hier sehen wir jedenfalls wieder, nach unserem letzten Video gemeinsam, das echt eine gute Dynamik erzeugt hat, finde ich. Vor allem Dr. Bob war ja sehr fleißig am Kommentieren. Ah ja. Ich habe meistens nur mitgelesen oder mal so eine knappe Reaktion geschrieben. Das liegt daran, dass ich schlicht viel weniger Zeit habe. Das stimmt übrigens auch. Genau, da waren wirklich sehr wertschätzende und ausführliche Unterhaltungen dabei. Und es gibt auch so viel Stoff, den es zu kommentieren gibt. Und da habe ich auch richtig Lust drauf. Und zu zweit ist das wirklich angenehmer und spontaner, als wenn man da jetzt allein lang was vorbereitet. Dann habe ich eher Hemmungen, gar nichts zu machen oder Hemmungen, überhaupt was zu machen. Und heute hat also Matthias ein Video ausgesucht mit dem Titel Warum lässt Gott Leid zu? Es geht wieder um Iman TV. Und wir Genau. teilen unsere Gedanken dazu mit. Und dann würde ich sagen, los geht's. Ich versuche jetzt mal den Bildschirm zu teilen. Und wenn du das machst, kann ich ja kurz noch was zu Iman TV sagen. Das ist ein YouTube-Sender von so einer Gruppe von missionarisch inspirierten Muslimen, wohl zum Teil in Österreich. Und die stellen sich zum Beispiel dann da irgendwo auf die Straße, so mit so einem kleinen Baldachin und sprechen dann ahnungslose, arglose Österreicher an, aber die haben es verdient und verwickeln die dann in Oh, hör Sprüche. ganz kurz, es ist leider alles eitel, was du gerade gesagt hast. Gerade nicht aufgezeichnet wird. Aber du kannst es ja trotzdem dann die Aufnahme später reinschneiden, weil es ein bisschen lustig auch ist und ich kann ein bisschen prahlen. Ich habe mir einen neuen Computer gekauft, den Mac Studio. Ja. Und da musste jetzt erstmal für Zoom die Bildschirmteilungsrechte freigeben. Ich habe das vorher noch nie gemacht. Also mit dem Computer. Und jetzt habe ich das die Erlaubnis erteilt. Aber jetzt steht hier beenden und erneut öffnen. Wir müssen also die Zoom-Session beenden und Oh. dann wieder neu reinkommen. Wenn man ihnen plausible Argumente oder Begründungen geben würde, dass es plausibler ist, dass Gott existiert, als umgekehrt, würden sie das akzeptieren?
Ich habe es nicht verstanden. Ja. Wenn man ihnen gute Begründungen geben würde, ja, für die Existenz Gottes, die plausibel sind, würden sie die annehmen oder nicht? Würden sie sich damit beschäftigen oder nicht? Kommt sowas? Das ist eine komische Frage, oder? Das ist natürlich eine Fangfrage. Er wartet jetzt auf ein Ja, um dann gleich plausible Gründe hinterherzuschieben, wahrscheinlich. Und dann darf sich der ältere Herr natürlich nicht widersprechen. Er muss konsistent bleiben. Und dann hat er zugegeben, dass er die Existenz Gottes voraussetzen muss oder so, nehme ich mal an. Aber davon abgesehen ist Plausibilität ja eine schwache Kategorie, wenn es um Wissen geht, oder? Ja, weiß ich gar nicht mal. Weil natürlich sind jetzt Argumente immer mehr oder weniger plausibel. Aber der Witz ist doch, wenn ich der Ansicht bin, die Argumente sind plausibel, dann überzeugt es mich doch. Oder wenn es mich überzeugt, sollte das damit zusammenhängen, dass die Argumente plausibel sind. Von daher ja, ist das eigentlich so ein bisschen so wie ein weißer Schimmel. Ich bin da. Oder? Nee, also ich denke da immer an so einen schönen Satz, der mir hängen geblieben ist, eine Situation bei Markus Lanz, glaube ich, oder in irgendeiner Talkshow, in der Lauterbach gesessen hat, während der Corona-Krise letztes Jahr oder so, hat ein Gast gesagt, dass jetzt aufgrund von Corona mehr Menschen um einen Herzinfarkt sterben würden, weil sie Angst hätten, ins Krankenhaus zu gehen, weil sie sich unter Druck fühlen würden, da das Gesundheitssystem nicht zu überlasten und so weiter. Ja, habe ich auch gehört. Und Lauterbach antwortet dann, dass das sehr plausibel ist und klingt, aber wir sehen es nicht, sagt er. Also das mag erstmal plausibel klingen, aber es lässt sich nicht nachweisen, dass es so ist. Es lässt sich nicht empirisch belegen. Ja, ich glaube, was er meint, ist, das ist intuitiv plausibel. Man findet das, wenn man es spontan hört, glaubt man das, so wie dass die Erde flach ist. Ja. Ja, das ist ja auch intuitiv plausibel. Nur wenn man halt ein bisschen drüber nachdenkt, dann. Ja. Und deswegen, natürlich gibt es plausible Argumente dafür, dass Gott existiert schon seit Jahrhunderten, aber aus gutem Grund zweifeln wir immer mehr daran und es hat sich halt gezeigt, dass es eher intuitiv zu sein scheint und sich eben nicht, jedenfalls nicht hart genug belegen lässt, dass manche Konsequenzen, die daraus folgen, in Kauf genommen würden. Ich weiß gar nicht, ob es plausibel, also ich wüsste gar keine Argumente, die jetzt plausibel dafür sprechen, dass es einen Gott gibt, aber worum es bei dem Video geht, damit wir jetzt mal ein bisschen themenzentriert, ist die Frage nicht, ob es einen Gott gibt, sondern ob es einen Gott gibt, der moralisch perfekt ist. Das ist das, worum es eigentlich bei dem Video geht. Und da könnten wir aber als trotz allem, das ist nun mal eins unserer Merkmale, ja. Das ist eigentlich auch nicht, geht's groß abgeschweift, aber deswegen kommentieren wir ja als Philosoph dieses Videos, dass auch erstmal der Gottesbegriff natürlich geklärt werden muss. Ja, naja. Auf der einen Seite kannst du dir darunter eine erste Ursache von allem vorstellen, einen Schöpfer. Damit habe ich ja kein Problem. Meinetwegen gibt's dann Gott, jemand, der als Intelligenz hinter allem steht und das Seiende ins Sein gebracht hat. Und auf der anderen Seite eben diesen personalisierten Gott, der bestimmte Handlungen von dir erwartet, der dir Handlungsanleitungen gibt und der mit Strafe und Belohnung, mit Strafe droht und dir Belohnung verspricht. Das ist eine völlig andere Auffassung von Gott. Dann. Ja, ich glaube, das eine ist ein theistisches Gottesverständnis, ein deistisches, also Gott ist der Schöpfer, aber dann ist er im Prinzip 13,7 Milliarden Jahre Kaffee trinken gegangen und dann nehmen halt die Naturgesetze so ihren Lauf. Und das andere halt ein theistischer Gott, ein personaler Gott, der wirklich auch für jeden von uns einen Plan hat. Und sich auch stark dafür interessiert, was wir mit unseren Händen unter der Bettdecke machen und so weiter. Ja, ja. Ja, genau, das muss man auseinanderhalten. Ja. Ansonsten finde ich die beiden aber gut. Ich finde auch den älteren Herrn irgendwie sehr cool. Der hält sich wacker, finde ich. Ja.
Gut, wir schauen mal weiter. Genau. Für Sie in Frage. Ja, das kann ich Ihnen sagen, schon, weil mir hat, es gibt so viele Beweise, wo sich der sogenannte Esoteriker verschiedenster Art auf den Kopf berufen. Und ich sage, das würde ich nicht so ohne weiteres, weil das Gegenteil ist, wenn wir sofort diese ganzen ungerechtigen Kriege, Krankheiten, was und auch so. Also das lässt Gott zu. Warum? Warum sind das, warum ist das? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Ja. Wozu sind die Krankheiten leid? Ja, ja. Wozu? Das ist ja wieder dieser angebliche Rassismus. Warum hat Gott so viele Menschen, gelbe, schwarze? Also hätte er keine Haare weiß machen oder schwarz oder so. Verstehe ich, ja. Gibt es diese Probleme? Das ist eine sehr interessante Frage. Kannst du nicht so geil. Also das finde ich, ich finde den alten Herrn echt super, ja. Wieso hat er nicht alle schwarz gemacht oder alle gelb? Das ist richtig gut. Ansonsten ist, genau, so ein bisschen, damit man so ein paar Begriffe lernt, diese Frage, wieso Gott gegen ungerechtes Leiden nicht vorgeht, ja, das nennt man das Theodizee-Problem. Die Idee ist dabei halt, dass wenn er gut ist und moralisch perfekt, wieso er dann ungerechtes Leiden halt zulässt. Ja. Und ich habe mich mal mit einer unserer katholischen Kolleginnen an der Schule unterhalten. Und die meinte, dass die Katholiken das auch schon sehr lange irgendwie als Argument kennen und reflektieren. Und die nennen das den Fels des Atheismus. Ja. Also ich echt einen guten, glaub, den Fels im Garten des Atheismus oder ja, im Garten der Religion oder so. Ja, den Stein im Garten der Religion, ich glaube, so kenne ich das, der da halt in dem schönen Garten rumliegt und du den nicht wegbekommst. Ja, also ich habe da mehr so, das sozusagen so, es gibt so ein Meer sozusagen so von Gläubigkeit und dann gibt es diesen Felsen, wo der Atheist halt drauf sitzt und das Meer ihn halt nicht erreichen kann, so habe ich das verstanden. Aber das andere passt natürlich auch. So ein Stein auf dem Feld und dann geht der Flug kaputt und so weiter. Ja. Genau, also das Theodizee-Problem, wieso lässt Gott Leiden und halt speziell auch ungerechtes Leiden zu? Ne? Wenn er denn doch uns liebt und wir seine Kinder sind. Ich glaube, der kommt von Leibniz. Ja. Wir müssen ja auch voraussetzen, dass Leute unterschiedlicher Voraussetzungen jetzt zugucken. Der Begriff sitzt ja zusammen aus Theos, griechisch für Gott, und Dike, ich glaube griechisch oder lateinisch, müssen wir nochmal nachgucken, für Gerechtigkeit. Also wörtlich übersetzt hieß es Gottes Auffassung von Gerechtigkeit. Die wir nicht nachvollziehen können. Ja? Warum muss der eine leiden und der Nachbar nicht? Also ist ja ein einschlägiges Beispiel immer dieses Erdbeben von Lissabon im 18. Jahrhundert, glaube ich. Wo Kleist diese schöne Geschichte geschrieben hat, die unsere Zuseher in der Oberstufe in Deutsch gelegentlich mal lesen mussten. Glaube ich. Ich weiß ist gar das nicht das noch. Erdbeben von Chile? Kann auch sein. Ja, also das stimmt, Erdbeben von Lissabon ist auf jeden Fall eine riesige Naturkatastrophe gewesen zu der Zeit, ich meine im 18. Jahrhundert. Und zuerst eben dieses Erdbeben, danach ein Feuer, glaube ich, die ganze Stadt hat gebrannt und dann kam noch ein Tsunami hinterher. Und der Stadtteil, der am wenigsten versehrt war, war eben das Rotlichtviertel. Und das hat damals, also Rotlicht kann man vielleicht, weiß nicht, ob es damals schon, auf jeden Fall hat es damals wohl ziemlich viele verwirrt, überhaupt wie Gott so eine Katastrophe überhaupt zulassen kann, dass so viele unschuldige Menschen sterben. Und das ist eigentlich der Kern des Theodizee-Problems, wenn es unverschuldet ist. Der Herr spricht jetzt von Kriegen und viele religiöse Menschen weichen auch auf diesen Aspekt aus, wenn aufgrund menschlicher Entscheidungen Leid entsteht. Aber Gott hat uns auf einen Planeten mit tektonischer Plattenverschiebung gesetzt, mit Bakterien, Viren. Also wir leiden an Krankheit, Tod, Naturkatastrophen.
und eben nicht nur an Folgen von menschlichen Entscheidungen. Mhm, genau. Also wie kann das also zulassen, dass Dreijährige bei einem Erdbeben verschüttet werden und 10 Tage lang verschüttet da liegen vielleicht und dann erst sterben, von denen man nicht behaupten kann, dass sie sich in irgendeiner Form schuldig gemacht und das verdient hätten. Ja, zumal... Und die Prostituierten eben, bleiben verschont und das hat eben sehr viele verwirrt, ja. Ja, genau. Das ist ein guter Hinweis. Auch da kann ich wieder meine besagte, aufgeklärte katholische Religionslehrerin zitieren, von der habe ich viel gelernt. Die meinte, auch dafür haben die Katholiken, die Protestanten wahrscheinlich auch, einen Begriff, das nennen sie nämlich das Naturübel oder die Naturübel. Das ist... Hat das was mit der Erbsünde zu tun? Nee, also ich weiß gar nicht, wie das historisch weitergedacht wird, aber jedenfalls, dass halt Übel oder Leid über uns kommt, zum einen verursacht durch Menschen und dann auch absichtlich, aber eben auch durch die Natur. Das ist ein bisschen in den Hintergrund getreten bei der Diskussion, weil wir die Natur ja relativ gut beherrschen seit 100 Jahren oder so. Wir leben 4-mal so lange, wir verhungern nicht mehr. Die meisten Krankheiten können wir jedenfalls so lange erfolgreich bekämpfen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung, glaube ich, bei 80 ist oder so, also jedenfalls in westlichen Staaten und so. Aber es gibt natürlich trotzdem ganz viel schreckliches Leiden durch die Natur verursacht. Und das können Kinder sein, das können Leute sein, die im Gottesdienst übrigens von herabfallenden Kirchen Dächern erschlagen werden, kommt auch gelegentlich mal in Südamerika, glaube ich, vor. Aber halt eben auch ein kleines Kind, was halt Leukämie hat, also Blutkrebs, und dann halt nach wie vor, glaube ich, heutzutage halt einfach stirbt in den Armen ihrer hilflosen Mutter. Und bei so einem kleinen Kind wird man ja schwer argumentieren können, dass das jetzt geprüft wird in seinem Glauben mit 3 Jahren oder dass das schon schlimme Dinge getan hat. Oder dass man selbst dran schuld ist, so wie bei Lungenkrebs. Bei Lungenkrebs könnte man jetzt sagen, okay, da hättest du es besser wissen können, ja, aber bei Leukämie halt nicht genau. Also Naturübel. Das ist auch ein Trugschluss, dass nur Raucher dann Lungenkrebs kriegen würden. Naja, klar. Aber jedenfalls, Naturübel ist das, also ist quasi die eine Seite des THDC-Problems, wieso Gott da nichts dagegen tut, und dann das, was Menschen... Aber das erklärt das ja nicht, das habe ich jetzt nicht verstanden. Das ist bloß der Begriff dafür. Ach so. Ja. Und es ist natürlich auch wichtig, dass man... Okay, für alles, was ich aufgezählt habe, dann Naturübel, okay. Ja, also jedenfalls Erdbeben, Seebeben und Viren, Bakterien, wenn man es nicht herausfordert. Ja. Und interessant finde ich schon auch, Leibniz war ja im 17. Jahrhundert, ne, würde ich sagen. Mhm. Mindestens so alt ist er. Ist immer wieder schändlich, wie unwissend wir sind, ja, aber für den Klassenraum reicht er immer. Also mindestens so alt ist er, die Problemstellung. Wahrscheinlich noch älter. Mhm. Aber seit Leibniz arbeitet man sich auch daran ab, das Problem zu lösen. Und es gilt in der Geisteswissenschaften schlicht bis heute als nicht gelöst. Genau. So, dass Das ist jetzt das, was wir so als Philosophen dazu sagen. Aber natürlich gibt es auch eine Reihe von Verteidigungen der Gerechtigkeit Gottes. Also weshalb Gott eben kleinen Kindern, die Leukämie haben, nicht hilft. Und bei dem Video können wir uns jetzt angucken, wie dieser junge Mann jetzt damit klarkommt, dass halt schrecklich, also dass Menschen schreckliche Dinge antun. Ansonsten, was mir noch dazu einfällt, ist, weil du sagst, seit Leibniz, traditionell wird das schon im Alten Testament mit der Geschichte von Hiob verbunden, das Theodizee-Problem. Es gibt ja im Deutschen diesen Ausdruck Hiobsbotschaften, kennt jetzt nicht jeder, aber erfährst du irgendwas ganz Schreckliches? Ich glaube, der erfährt das irgendwie. Alle seine, ich meine, das ist Bronzezeit, Schafe oder. Aber bei der Geschichte von Hiob müssen wir auch aufpassen, weil unsere katholische Kollegin mich auch mal aufgeklärt hat, dass
zumindest Teile dieser Geschichte später eingefügt wurden, dass man das weiß. Mhm. Und diese ganze Rahmenhandlung von Hiob ist ja schon völlig absurd, weil es letztlich darum geht, dass Gott mit Satan darüber wettet, ja, dass Hiob in seinem Glauben beständig ist. Und daran, darunter leidet natürlich auch nicht nur Hiob, sondern seine Diener sterben in der Feuersbrunst, ja, glaube ich, sein Vieh, seine Familie leidet. Seine Kinder, Kinder sterben, glaube also ich, sogar alle. Also man wird sich dann fragen, warum müssen die, und für mich ist ja eigentlich nicht der Tod das Leiden, ich weiß, dass das viele anders sehen, sondern eher der Weg zum Tod. Mhm. Und wenn du natürlich im Feuer stirbst, das wünschen sich die wenigsten von uns. Mhm. Also müssen ganz viele Menschen außer Hiob auch leiden, damit Gott Satan gegenüber eine Wette gewinnt. Mm, ja. Was auch völlig ungöttlich ist, eine Wette einzugehen überhaupt. Ja, zumal er ja auch weiß, wie es ausgeht, aber das könnte in Richtung von einer Prüfung des Glaubens halt gehen. Ja. Ja. Es löst nicht das Theodizee-Problem auf, weil ja die anderen, was haben andere damit zu tun, nämlich die Familie, dass Hiob jetzt in seinem Glauben geprüft wird oder die Knechte von Hiob, die dabei sterben. Ja, vor allem, ich glaube sogar, dass seine Kinder alle sterben. Ja, ja. Und dann gibt es irgendwie diesen Twist mit dem Happy End, dass er wieder, danach Gott ihm aber wieder ganz viele Kinder schenkt. Ja. Was jetzt unserer Vorstellung, dass man irgendwie einfach, es stirbt ein Kind, das machen wir einfach noch eins. Das widerspricht. Also es ist auf jeden Fall alles nicht sehr befriedigend, was man so an Bearbeitung mit dem Theodizee-Problem. Genau. Aber ist jedenfalls ein ganz altes und auch sehr offensichtliches Problem, wenn du glaubst, es gibt einen guten Gott, der dich liebt, in einer Welt, wo es natürlich ganz viel Leiden gibt. Ja. Und das eben auch in der Geschichte, die Lösungsversuche sind bis heute halt, würde ich sagen, an einen starken Mangel an Plausibilität. Sonst würden sie ja von einer großen wissenschaftlichen Gemeinschaft auch übernommen werden. Denn wer hätte was dagegen, ins Paradies zu kommen und so weiter. Mm. Also ich bin ja nicht Atheist, weil ich da nicht hin möchte, sondern weil es mir sehr plausibel erscheint, nicht so zu handeln wie die meisten Gläubigen. Naja, das ist, ja, wobei der Witz halt ist, zumindest fundamentalistische Christen und auch Muslime sehen das halt anders. Die sind der Ansicht, dass das Theodizee-Problem, also dass sie da Antworten drauf haben. Gibt es einen ganzen Katalog. Ich habe da auch mal ein Video zu gemacht. Gibt es einen guten Gott? Da diskutiere ich, glaube ich, 6 oder 7, die es so standardmäßig gibt. Also eine Prüfung zum Beispiel oder Willensfreiheit. Also damit meine ich eigentlich Handlungsfreiheit. Oder dass du halt ins Paradies kommst und dann ist es gar nicht schlimm, was dir hier in dieser kurzen Zeit auf Erden widerfährt und so weiter. Das kann man sich angucken. Die muss man aber natürlich. Ach so, genau. Und das ist übrigens so in meiner Erfahrung auch wirklich nur typisch für fundamentalistische Moslems und Christen, während hingegen die Aufgeklärten, zum Beispiel besagte Kollegin, sagte, sie hat keine Antwort. Sie kennt zwar Lösungsversuche, die findet sie aber alle nicht überzeugend. Und wenn sie denn mal stirbt, dann hofft sie A, dass sie für ihren Schöpfer oder ihre Schöpferin tritt. Also auch so ein bisschen feministisch angehaucht. Und dann würde sie dann Gott fragen und er müsste ihr eine überzeugende Antwort geben. Und wenn er das nicht tun würde, dann hätte sie echt ein Problem. Das fand ich richtig beeindruckend als eine Antwort. Aber das ist halt nur typisch für aufgeklärte Moslems und aufgeklärte Christen und fundamentalistische, von denen gibt es auch nach wie vor viele, denken, also die halten das nicht aus, die Vorstellung, dass sie darauf keine Antwort haben. Ja. Da muss man eigentlich in seinem Glauben, also man muss ja eigentlich sehr ich-stark sein, würde jetzt ein Psychoanalytiker sagen, damit man das aushält, diese Ungewissheit und dieses keine Antwort haben. Ja. Und viele fundamentalistisch Gläubige halten das halt nicht aus. Und so, und ich glaube, dieser junge Mann hier halt auch nicht, weil der hat halt auch eine Erklärung, wieso Gott nicht eingreift. Vermute ich jetzt mal. Ich habe jetzt mal weiter. Ich würde noch kurz was dazu sagen. Ich habe
in etlichen Kommentaren zu anderen Videos, ich habe ja auch ein Video zu Marcel Krass gemacht, und auch in meiner Auseinandersetzung mit Zeugen Jehovas und so weiter, weiß ich, wie dass Fundamentalisten eigentlich sehr säkulär denken und immer in ihrer Perspektive natürlich befangen sind. Und mir kann man ja jetzt als halbwegs aufgeklärten Menschen nicht vorwerfen, dass ich ernsthaft, möglichst neutral verschiedene Perspektiven überprüfe. Hm. Wenn ein Fundamentalist fragt, ist Gott gut oder ist irgendeine Handlung gut, dann wird das immer vor der Referenz seines Glaubens überprüfen, ob es gut ist oder nicht. Also, und das muss man auch erstmal verstehen, diese Art des Denkens. Hm. Ja. Wenn du in Diskussionen bist, also was auf mich immer sehr verschleiernd gewirkt hat, ist, an ihren Taten wirst du sie erkennen. Ja. Und dann dachte ich immer, ja, genau. Und gut, diejenigen, die Gutes tun, daran erkennt man, ob sie wahre Christen, wahre Muslime oder sonst was sind. Aber das Gute ist ja das, was deren Meinung nach Gott für das Gute hält. Mhm. Und das kollidiert dann immer wieder mit der Theodizee, weil wir nicht verstehen, was für Gott das Gute ist. Weil das, was für Gott das Gute ist, oftmals für den Menschen eben ganz und gar nicht das Gute ist. Als Extrembeispiel bei den Zeugen Jehovas, die Verweigerung von Bluttransfusionen. Da giltst du wirklich als vorbildliche Eltern, wenn du dein Kind sterben lässt, weil du ihm eine Bluttransfusion verweigerst, dann zeigst du dich fest im Glauben, aber leidest natürlich daran, darunter. Die leiden ja trotzdem, aber trotzdem sei das gottgefällig und deswegen gut, so zu handeln. Und eben auch im Umgang mit Homosexualität, was ja auch Leiden erzeugt bei den Betroffenen, wenn es ihnen verboten wird, Beziehungen zu führen. Solange es gottgefällig ist, ist es trotzdem gut. Also kannst du gar nicht vor menschlicher Referenz ablesen, wenn du einen leidenden Menschen siehst, aufgrund der Tatsache, wie andere mit ihm umgehen, kannst du gar nicht beurteilen, ob man ihn jetzt gut behandelt hat oder nicht. Du müsstest erst fragen, ist es denn in Gottes Sinne? Mhm. Du kannst es nicht einfach an den Taten ablesen, nur an der Referenz ist es gemäß unserer religiösen Regeln. Und insofern ist es immer wieder zirkulär, weil sie in der Referenz ihres Glaubens im Grunde ja gefangen sind und nicht wirklich wertneutral verschiedene Aspekte und möglich und Maßstäbe des Guten prüfen. Ja, es gibt so, also die. Genau, also fundamentalistische Gläubige behaupten ja, sie würden philosophieren. Hm. Philosophie im Sinne von, dass sie wirklich an der Wahrheit interessiert seien. Aber mein Eindruck ist, deren Vorstellung von Philosophie ist eigentlich, was man im Mittelalter, im Christentum, also wie man da Philosophie gesehen hat, nämlich sie ist die Magd der Theologie, war der Spruch. Also die Aufgabe der Philosophie ist einfach, also nicht einfach, aber das ist zum Teil schwierig, quasi vernünftig das zu beweisen, was aufgrund von Glauben eh schon sicher und nicht zu bezweifeln ist. Mhm. Das heißt, es ist im Prinzip eine riesige Rationalisierungsveranstaltung für das, was man eh schon glaubt. Ja. Es werden dann halt also immer Gründe gesucht, um den eigenen Glauben zu rechtfertigen und nicht Gründe, die gegen den eigenen Glauben sprechen. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was Philosophen halt machen. Sie versuchen halt immer zu gucken, was sind die anderen Perspektiven, was ist das beste Argument der Gegenseite. Aber wir schweifen echt total ab. Wir müssen auch unsere Vorstellung zur Einleitung nochmal korrigieren. Die Gemeinde hört im Prinzip einfach ein Privatgespräch zu. Ja, das ist reibungslos. Im Prinzip spiegeln wir einfach wieder, wenn wir uns auch Donnerstagabend wieder treffen. Genau, für dich. Vom einen zum nächsten. Musik.